Bevor wir durchstarten, gibt es aber noch mal eine kleine Info vorweg. Und zwar gibt es bei meinem Partner Revolution Race vom 26.12. bis zum 2.1. eine dicke, fette Weihnachtsrabattaktion. Das heißt, wer unterm Baum keine Outdoor-Bekleidung von Revolution Race gefunden hat, kann da gerne noch mal vorbeischauen und ein bisschen was sparen. Meine aktuelle Lieblingshose habe ich euch beim letzten Mal ja schon mal kurz gezeigt. Und zwar ist es die RVRC GP Pro Pants. Ja, ist eine relativ leichte, wasserabweisende, atmungsaktive Hose. Ja, wie alle anderen Hosen, auch richtig schön stretchy das Material. Nichts zwickt oder kneift irgendwo oder sitzt komisch. Deswegen aktuell auf jeden Fall meine Lieblings-Outdoor-Hose. Die Jacke, die ich aktuell trage, hat der ein oder andere vielleicht in den letzten Videos schon mal gesehen oder zum Beispiel im 48-Stunden-Stream. Es ist die Iglo Winterjacke. Ist eine schön dicke Winterjacke, bis in den zweistelligen Minusbereich hält sie warm. Hat eine Kapuze, die man abnehmen kann und die man in Kombination mit dem Kragen hier oben komplett zumachen kann. Das heißt extrem winddicht, richtig schön warm, isolierend. Hier ist so ein Vlies noch im Kragen drin. Also auf jeden Fall richtig, richtig mollig warm, wenn man das Ding hier oben komplett zumacht. Hier noch zuzieht, dann ist man auf jeden Fall komplett eingepackt. Also wer Bock hat, checkt die Outdoor-Bekleidung von Revolution Race gerne mal ab und schaut in der Weihnachtsaktion vom 26.12. bis zum 2.1. mal vorbei. Link packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Und es gibt auch nochmal einen Rabattcode und zwar AB15. Damit könnt ihr 15% auf eure Bestellung sparen. In dem Sinne nochmal frohe Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr, wenn wir uns nicht mehr sehen. Und viel Spaß mit dem Video. Moin Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs mit Paul, PJ Adventure. Und wir haben heute mal wieder was ganz Besonderes vor. Einige haben es auch schon mal in die Kommentare geschrieben. Und zwar geht es die nächsten 24 Stunden darum, unentdeckt zu bleiben, beziehungsweise zu suchen und sich zu verstecken. Wir haben zwei Fraktionen. Eine, das bin ich, der Flüchtige, so nennen wir ihn mal, und die Fraktion Sucher. Die Aufgabe des Flüchtigen, also meine, ist es, 24 Stunden unentdeckt zu bleiben. Das Ziel des Suchers ist es, das Lager des Flüchtigen zu finden und zwei der vier Racks zu erbeuten. Wir haben so ein T-Shirt dabei, das schneiden wir in Fetzen und ja, dafür werden vier Fetzen um das Lager im Abstand von 10 Meter circa zum Schlafplatz aufgebaut. Und da gilt es eben, zwei von zu erbeuten. Das ist eure Aufgabe. Der Sucher, also ihr, muss ebenfalls ein Foto des Flüchtigen haben. Egal von wo. Ja. Das heißt, ihr könnt 100 Meter entfernt sein und so ranzoomen, ja, oder direkt neben mir sein, wenn ich schlafe. Ja. Wird der Sucher entdeckt, dann geltet ihr als entdeckt und müsst euch 5 Minuten in die andere Richtung wieder zurückbewegen. Wird der Sucher oder die Sucher im Lager entdeckt, quasi beim Klauen auf frischer Tat ertappt, dann gewinne ich. So, natürlich gibt es ein paar Regeln und zwar Tarnnetze, fertige Ghillies und so weiter sind verboten. Keine Bewegungsmelder, keine elektronischen Alarmanlagen, kein Wärmebild und keine Nachtsichtgeräte und auch keine Funkgeräte. Der Flüchtige hat eine Stunde Vorsprung und muss als erstes seinen Lagerplatz errichten und die Racks anbringen. Die Racks müssen in Höhe zwischen Kniescheibe und Augenhöhe hängen und die Racks dürfen nicht direkt mit einer Falle versehen sein. Lagern in Gebäuden, auf Gebäuden, in Höhlen oder in Bunkern ist verboten. Der Flüchtige muss eine Mahlzeit auf einem Feuer erhitzen. Das Feuer muss unter freiem Himmel entzündet werden. Ja, einfach als kleine Chance für die anderen durch Gerüche oder Geräusche oder eben, dass man das Feuer sieht, so ein bisschen auf mich aufmerksam zu machen. So Paul, bis in 24 Stunden. Viel Glück. Oder vielleicht auch bis früher, wenn ihr mich findet. Vielleicht auch auf Nimmerwiedersehen. Du bist jetzt allein, auf dich gestellt. So sieht's aus. Ab in die Wildnis. Leute, ich muss jetzt hier warten, noch über eine Stunde. Mach's gut. Tja, auf Google Maps sieht das immer alles so einfach aus. Ich habe mir hier so einen kleinen Pin gemacht, vorher halt so ein bisschen geguckt, wo vielleicht was sein könnte. Das war alles ein bisschen anders immer in der Realität. Ich muss auch sagen, das Gefühl gerade ist ein bisschen komisch. Ja, klar habe ich schon mal alleine draußen gepennt, aber eben noch nicht wirklich, ja, ich sag mal tief im Wald in Anführungsstrichen.
Hier sind ganz viele umgestürzte Bäume, ganz viel Zeug auf dem Boden, dieses hohe Gras dazwischen. Da sind Hügel, das ist perfekt. Ursprünglich hatte ich geplant, jetzt hier irgendwie den Boden ein bisschen locker zu machen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist ziemlich hart. Und hier eigentlich, aber da habe ich jetzt gar keine Zeit mehr für, ein kleines Loch auszuheben in meiner Länge und vielleicht so hoch, dass ich da drin so ein bisschen verschwinden würde. Das große Problem dabei ist, dass ich nicht mal einen Klappspaten habe. Das wird ja gar nichts. Wie soll ich das denn machen? Hätte ich ein paar Stunden früher für aufstehen müssen. Also ich werde jetzt hier im Gebüsch das vorbereiten. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Muss mich ein bisschen beeilen, echt. In den Gedanken, da sah das gut aus. Also in meinem Kopf sieht das aus wie so eine Art Tarnfächer. Ne? Also quasi so eine mobile Tarnung. Das hören die natürlich sofort, wenn ich hier gleich noch rumhämmer. Das hält schon mal, das ist schön. Ich würde halt gerne trocken bleiben. Lagerplatz, wir werden jetzt starten. Mach dich gefasst, es geht ab jetzt los. Die Suche 24 Stunden beginnt. Now, wir kriegen dich. Wir kriegen dich. Wir haben einen Plan ausgeschlachtet. Ich sag nur. Paul hat Verstärkung gekriegt von Tim. Das heißt, ich werde von zwei Leuten gesucht. Die sind motiviert. Ich bin aber auch motiviert. Ohren sind angelegt. Die Sache ist die: Ich könnte jetzt gerade schon beobachtet werden. Und die warten einfach. Die spielen ein Spiel. Die liegen hier irgendwo. Und haben mich schon längst und entspannen jetzt. Bin jetzt nicht so der Tarnexperte, aber was ich auf jeden Fall im Kopf behalten habe, man sollte seine Silhouette irgendwie verschleiern. In der Natur kommen gerade Linien, also wirklich gerade und solche Konturen, wie jetzt vom Menschen zum Beispiel, kommen einfach nicht vor. Ich habe einen Poncho dabei. Allerdings raschelt der auch ein bisschen. Ich werde ihn jetzt trotzdem anziehen. Über die Jacke, denn jetzt ist doch wieder ein bisschen frisch. Und dann schauen wir mal, was das Ganze wird. Abschirmen, Gesicht bedecken, es ist hell und wie gesagt, diese Konturen von Nase, Augen, das erkennt man. Ein bestes Beispiel auch, warum man Schwarz nicht tragen sollte, weil Schwarz keine Tarnfarbe ist. Hier vorne den schwarzen Fetzen, den seht ihr ja, und da ganz hinten diesen schwarzen Punkt. Das ist eine Halle, ja, und da drin ist es dunkel. Und das ist das Einzige, was hier raussticht. Ja, Schwarz ist einfach zu ein krasser Kontrast. Die Racks habe ich verteilt auf jeden Fall. Da ist einer. Da hinten hängt einer. Einer noch in die Richtung. Und der letzte ist hier. Und davon gilt es für die anderen, zwei Stück zu klauen. So, und jetzt das Suchbild. Wo ist der Schlafplatz? Gemütlich wird, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln. Aber das war so ziemlich mein Plan. Ich wollte etwas
in die Tiefe. Ich wollte ja zuerst graben, jetzt habe ich hier sowas wie eine Kuhle gefunden. Ich habe jetzt links und rechts so Astgabeln, die das Ganze hochhalten. Die Astgabel wegnehmen, zur Seite, die auch zur Seite. Und dann könnte man das Ganze wie so eine Tür zumachen. Von hier ist es aber schon komplett verschwunden. Ohne Mist, ich sehe es halt wirklich selber nicht. Jackpot, Leute. In einer Halle sind hier ganz viele alte Holzgestelle und so. Ein kleines Problemchen haben wir aber. Da drüben laufen die durch den Wald. Genau auf mein Lager zu. Große Problem ist, wenn die da lang gehen, sind die Racks, die Flaggen. Verdammt. Die Racks sind alle noch da, allerdings kommt mir das komisch vor. Es kommt mir ganz komisch vor. Die sind sich vom Turm, haben die sich in die Richtung bewegt, dann habe ich sie auch noch mal gehört und dann war Ruhe. Entweder sie sind weitergezogen wirklich und haben das übersehen oder die chillen da jetzt irgendwo und warten. Das ist jetzt so das Ding, ne? Für den Kopf. Wenn ich mich später da hinlege, weiß ich nicht, ob die mich vielleicht beobachten. Und vielleicht einfach warten, bis ich schlaf, um mir den übelsten Schrecken einzujagen. Hier direkt neben mir ist einfach ein Vogel auf dem Baum gelandet. Tarnung scheint zu funktionieren. Also auf der Kamera seht ihr gerade tatsächlich mehr, als ich hier in echt sehe. Hier ist eine Kreuzung. Alles still, verdächtig leise. Alles aufgewühlt, Wildschweine. Aber normalerweise sollten die sich alle schon vom Acker gemacht haben. Die hören Menschen und riechen Menschen. Wobei ich wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr wie einer riech. So Leute, ein bisschen Licht, damit ihr ein bisschen was seht. Das heißt, wenn ich gleich erwischt werde, dann seid ihr schuld. Also, meine Aufgabe. Entzünde ein Feuer und koch dir was zu essen. Ich muss die Mütze wieder auf Horchmodus machen.
gefährlich ist natürlich jetzt einerseits der Geruch, andererseits das Licht. Deswegen habe ich das jetzt in so einer kleinen Kuhle gemacht und versuche das auch so niedrig, so klein wie möglich zu halten. Na, also taktisch ist es auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Wenn man ein bisschen weggeht und das Licht ausmacht, sieht man fast gar nichts mehr davon. Man riecht es halt extrem. Challenge complete. Essen überm Feuer kochen. Erfolgreich. Sogar richtig schön heiß. Wisst ihr, was das Komische an der Sache ist? Es hat gerade da hinten geknackt. Es kann ja sein, dass die echt da hinten jetzt gerade sitzen und mich beobachten. Vielleicht schon über Stunden. Das Gefühl macht dann irgendwie ein bisschen paranoid. Aber jetzt erstmal Mahlzeit. So, ich habe jetzt gute 5 Minuten, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, abgewartet in der Nähe des Lagers, ob ich irgendwas höre oder sehe. Alles sauber. Keine Geräusche, wirklich gar nichts, kein Licht, nichts. Irgendwie super ekelig, jetzt hier reinzugehen mit dem Wissen, eventuell wird man beobachtet. Ganz vielleicht hocken die hier und gucken mir gerade zu. Also, was soll man sagen? Gemütlich ist was anderes, aber man kann hier liegen tatsächlich. Ein Stock, der ist hier genau in meinem Arschloch. Oh, Scheiße, krieg ich da eigentlich weg jetzt? Das muss so bleiben. Das ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich hab den Rucksack noch reingeholt, also draußen liegt jetzt gar nichts mehr. So ein bisschen als Kopfkissen. Also jetzt, wo hier alles so seinen Platz hat, geht das eigentlich. Man darf sich nur nicht mehr bewegen. 6:30. Die Nacht ist noch ein bisschen. Ich melde mich. Gleich 10 Uhr. Ich habe tatsächlich, ich würde schätzen, so 1,5 Stunden geschlafen. Ein großes, großes Problem bahnt sich langsam an. Ich muss pinkeln. Aber ich sag euch eins. Ich werde den Unterschlupf hier definitiv nicht verlassen. Ein Scharfschütze darf seine Stellung auch nicht verlassen. Das heißt, es gibt nur eine Option. Schämend. Wohin hat YouTube mich getrieben? Da hilft kein Schütteln und kein Klopfen. In die Hose geht der letzte Tropfen. Jetzt sollte ich nur aufpassen, dass ich davon nichts mehr trinke. Wobei, soll ja gesund sein, habe ich gehört. So. Bis später. Guten Morgen, Leute. 7:45. Die Nacht ist geschafft. Ich werde gleich mal prüfen, ob die ganzen Racks noch da sind. Eins weiß ich. Paul ist ein Ultra-Morgenmuffel. Das heißt, wenn die beiden irgendwo geschlafen haben, dann sind sie jetzt immer noch nicht wach. Ist leicht regnerisch heute Morgen. Aber die Nacht da drin war tatsächlich echt okay. Wirklich. Alle 4 Racks sind noch da. Das heißt, mein Lager ist echt unentdeckt geblieben. Hätte ich nicht gedacht, wirklich.
Leute, ich habe mir hier gerade aus einem alten T-Shirt so eine Tarngirlande für meine Kamera gebastelt. Einfach mit einem Messer überall kleine Löcher reingemacht, so wie so Molle-Schlaufen hast und dann überall hier dieses Gras eingeflechtet. Schmelze mit der Natur. Ich glaube, da hinten sind sie. Ich habe da gerade was gehört. Aus der Richtung. Aber sie rechnen ganz bestimmt nicht damit. Das ist genau meine Umgebung. Hier fühle ich mich wohl. Ich bin Teil des Grases. Ich bin das Gras. Ich sehe nicht nur aus wie das Gras. Ich verhalte mich wie das Gras. Scheiße. Hallo! Ich blade hier auf! Haben Sie gedacht, wir sind noch da oben? Geben Sie sich geschlagen. Ich bin so mit dem Wald verwachsen in der Zeit. Alter, du hast doch immer noch Hallo ganz viele erstmal. Dinge. Servus, moin. Mensch, Alter. Aber ihr habt gestern nicht das Lager von, oder doch? Doch. Nee, gestern? Wir haben gestern schon ein T-Shirt gesehen. Okay. Und dann konnten wir aber keinen Zugriff machen, weil wir uns unsicher waren, ob du da bist und es wurde zu dunkel. Habt ihr denn das Lager an sich gesehen? Wir haben ein T-Shirt gesehen. T-Shirt. Dein Lager mein Schlafplatz nicht. Nein. Du bist so nah an uns dran gewesen. Was? Ja. Wir haben Guck mal, das habe ich selber nicht gemerkt, wie nah ich war. Du warst 15 Meter von uns entfernt. Was? Als du da hinten zur Halle gegangen bist. Wir sind hinter die Halle gegangen, haben dich gesehen und sind dann einfach, komm, laut und Ihr wart und auf weg. Der anderen Seite, oder? Ja. Und komplett Doch, ich habe da die ganze Zeit was knacken gehört, aber ich habe da nichts mit verbunden. Das waren wir. Zusammengefasst, ihr habt das Lager, also die Racks schon gestern gesehen, aber den Schlafplatz an sich nicht. Ja. Genau. Den Schlafplatz habt ihr heute gefunden. Schlafplatz, den richtigen, dein Shelter da wird sehr gut abgetan. Ja. Wie fandet ihr den? Man hat ihn nicht gesehen. Es war auch perfekt mit diesen Erhöhungen und Büschen da oben. Wenn drauf. Die T-Shirts nicht gewesen und hätten wir in echt nicht gewusst, dass du da bist, hätten wir es niemals gesehen. Das ist wie auf D-Max und Alien was gesehen wird. Alter! Das erinnert mich übelst an diese Monster-Hunter-Serie. Ja, genau, Serie von D-Max, wie heißt die nochmal? Ja, weiß ich nicht, wo die Bigfoot suchen und so. Ja. Wirklich so eine Gestalt. Du bist auch so geduckt und hast dich dann immer Verstrahlter so. Verstrahlter Mensch im Militärstand einfach. Hier als Beweis. Armani. Die Armani-Rex. Wer hat, der hat, würde ich sagen. Geld ist am Start. So. Wenn man nicht wüsste, dass das Lager da war, könnte man denken, da war nie eins. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück. Ich würde sagen, ja, erfolgreich das Ganze. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit meiner Leistung gestern, wo ich noch so große Sprüche geklopft habe mit, ich versuche jetzt hier dieses Nasen-Augen-Kreuz irgendwie so ein bisschen, dass man das nicht sieht. Und am Ende, naja, ist genau da der Fehler passiert. Man sieht es auf Pauls Aufnahmen, in Pauls Video ganz gut. Auf die Entfernung siehst du das Gesicht halt ultra krass, wenn du das nicht irgendwie abtarnst, ja, oder Tarnschminke oder sowas drauf hast. Dann fällt man da sofort auf. Naja, man lernt daraus und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich denke, dieses Projekt werden wir bestimmt nochmal machen, oder? Ja, ganz sicher. Da gibt es einiges noch auszubauen, was man vielleicht noch anders machen kann und so. Wie gesagt, schreibt euer Feedback dazu auch gerne in die Kommentare, Verbesserungsvorschläge und so. Schaut auch gerne bei den anderen beiden vorbei. Alles unten verlinkt, natürlich auch Pauls Version. Und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.